Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist wieder soweit. Ich werde mit euch zusammen wieder ein Serienvideo starten diesen Monat. Und zwar habe ich einen Adventskalender wieder gefunden, genau. Und ja, ich habe einen kleinen Adventskalender entdeckt, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und ich war in meinem Dorf, durch Zufall musste ich da auch einkaufen in der Nähe und wir haben ja so einen kleinen Piper-Store und der hat ja auch nicht alles wie in meiner Innenstadt. Und seit kurzem habe ich eine Kosmetikmarke dort entdeckt, die jetzt endlich dort erscheinen wird regelmäßig. Und da habe ich auch durch Zufall auch diesen Kalender entdeckt und ich habe mich echt riesig darüber gefreut. Und ja, also und heute ist ja auch der 1. Dezember und das heißt, wir öffnen jeden Tag zusammen ein Türchen. Es kann aber auch sein, so wie heute zum Beispiel, dass es etwas später wird. Morgen denke ich mal, wird es auch ein bisschen später sein. Und dann immer so nach und nach mache ich Türchen auf. Sehr wahrscheinlich werde ich dann Wochenende 2 Türchen aufmachen. Am Sonntag denke ich mal, weil ich am Samstag wegfahre. Oder vielleicht noch schnell ein Video drehen. Ich muss mal gucken. Aber wir fangen ja erstmal heute an. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit dem ersten Türchen an, aber beziehungsweise erstmal das erste, was ich euch zeige, ist, was ich für einen Kalender natürlich gekauft habe. Und zwar habe ich den W7 Kalender. Der sieht wirklich klein und schnuckelig aus. Nur mir ist eher aufgefallen, dass ich keine Türchen hier drin habe. Ich denke mal, das muss man hier aufschneiden. Das könnten wir jetzt einfach mal tun. Und dann habe ich hier noch mein Höckerchen, dann drehe ich euch dann rum und dann können wir dann gemeinsam das betrachten. Moment. Ich muss mal einmal schauen, ob ich etwas Scharfes hier durch Zufall habe. Ich guck mal eben, ob es passt. Nee. Moment. Nee. Ja, ich hatte mal hier irgendwo in der Nähe eine Schere. Ich möchte jetzt nicht hier wirklich mein Video abbrechen. So. Jetzt habe ich es ein bisschen aufgemacht. Und unten muss ich noch aufmachen. Mal, das ist wie so ein Büchlein, dieser Kalender. Dann kann man das dann aufziehen. Moment noch. Da muss ich einmal. Weil ich hatte erst gedacht, ich hätte mich verkauft oder so, weil da keine Türen drin waren, aber. Scheint ja auch so zu sein, dass es auch so ist. Gell? Moment. So. Jetzt haben wir es. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Büchlein. Schaut mal. Also so sieht das aus, wenn ihr die kauft. Und so sieht es dann halt zusammen aufgeklappt aus. Wirklich super schön designt, finde ich.
Und das werde ich auch immer wieder auch so zugeklappt lassen, wenn ich dann, das dann weglege. Wenn damit auch nichts kaputt geht, ne? Und die haben das halt hier so eingeteilt, dass das halt nicht durcheinander ist, sondern halt Reihe für Reihe. So. Seht ihr das? Ein bisschen. Genau. So, und jetzt werde ich euch einfach mal so ein bisschen reinzoomen. Und wir fangen mit dem ersten Türchen heute an. Und zwar ist das, wenn es hier oben, ein bisschen rauszoomen, so. Das ist nämlich hier das Türchen. Und ihr wisst ja, dass ich ja immer die Türen auch kaputt schneide, damit ich weiß, dass ich die auch habe. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit der ersten Türe von meinem W7-Kalender. Und zwar kommt das erste raus. Ich werde euch einmal nochmal reinzoomen. Seht ihr das? Ein bisschen. Sieht aus wie ein Monolidschatten. Das werden wir jetzt mal rausnehmen natürlich. So. Und das werde ich jetzt auch gleich, die erste Türe werde ich auch, ich habe da bestimmt gesehen, was da drin ist, aber ich habe jetzt nicht hingeguckt. Werde ich jetzt auch gleich die erste Türe auch kaputt bröseln. Aber hat es denn auch eine Beschreibung? Nee. Das hat jetzt zum Beispiel keine Beschreibungen. Jetzt legen wir das jetzt zur Seite. Und zwar haben wir jetzt dieses Produkt. Und das scheint für mich ein Lidschatten zu sein, ein Mono-Lidschatten, genau. Wie ich das jetzt handhabe mit den Analysen und Reflexionen, ich werde das Ganze nochmal in meine Schminksammlung packen und dann kann ich ja immer noch sagen, wenn ich das jetzt zum Beispiel in mein Schminkkörbchen reinlege oder so, dann kann ich ja immer noch analysieren mit euch zusammen, wie das Produkt war, ob es gut gehalten hat und so weiter. So. Ein bisschen Klebestreifen ist hier. Muss ich mal vorsichtig abknibbeln. Moment. So. Damit auch nichts kaputt geht. So, ich zeige euch jetzt noch mal einmal kurz die Verpackung, denn die Verpackung, kann man sagen, ähnelt so ein bisschen wie die Verpackung von MAC zum Beispiel. Und ich denke auch mal bestimmt, dass es ein Tube zu irgendeinem Produkt auch ist. Nur leider stehen hier keine Namen drauf. Ich würde ja gerne bei den Lidschatten mal schauen. Aber ich weiß es nicht. Also ich gucke jetzt nur. Ne. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt. Hier steht auch nichts. Da stand zwar was, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Lidschatten das ist. Wenn ich jetzt zum Ende hin gucke, dann kann ich es euch ja mal berichten. Auf jeden Fall sieht die Farbe so aus. Und es ist butterweich. Und es ist locker. Nicht, dass es kaputt ist, ne? So sieht das aus. Das ist, ja, so ein schöner Bronzeton. So.
auch, finde ich, gut pigmentiert und dieses Puder ist sehr, sehr weich, wie gesagt, auch sehr gut pigmentiert. Und das könnte ich mir ja auch vorstellen zu einem Nude-Look, weil es auch so einen schönen Schimmer hat, könnte ich das auch als Schimmer-Effekt benutzen für einen Weihnachtslook oder so. Da werde ich natürlich erstmal ausprobieren. Und ja, genau. Also das ist jetzt der erste von W7, ein Monolith-Schatten. Und den tue ich natürlich in meine Sammlung rein. Entweder in meine Antonius-Schublade oder halt in meine Türmchen. Ja, je nachdem, wie ich noch Platz habe. Und jo, genau. Also sehr schön. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie das ist. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie dieser Kalender sein wird. Und ich finde das auch wirklich super aufgemacht. Ich dachte wieder zuerst, dass es hier verteilt ist. Dabei ist das wie so ein Büchlein. Finde ich sehr hübsch. Wie gesagt, das erste Türchen werde ich jetzt gleich mit einer Schere kaputt machen und wegschmeißen, sodass ich weiß, dass ich die Türen einfach habe. Ja, dann schauen wir mal, was morgen für ein Produkt dabei sein wird. Der Kalender hatte gekostet 30 Euro. Genau. Da schaue ich mal, ob wie gesagt, der Wert da gut machbar ist. Und ja, genau, meine Lieben, das war's mit meinem ersten Adventskalendertürchen. Ich werde auch nicht viel so drumrum babbeln. Ich werde euch das halt nur zeigen und euch das dann präsentieren, wie die Farbe ist oder so. Falls ihr was laut klackern hört, das ist mein Hund, der ist hier oben ein bisschen, jo. Auf jeden Fall zeige ich es euch, aber mehr sagen kann ich natürlich nicht. Ja, genau. Gut, meine Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr findet Freude an meiner Adventskalender-Serie wieder. Und wie gesagt, ich muss dann halt immer mal gucken, wie ich das mache. Falls ihr samstags kein Adventskalender seht, dann mache ich, wie gesagt, Sonntag. Also wundert euch dann nicht, wenn ihr meinen Kanal einschaltet, dass am Samstag kein Video kommt. Ne? Ach, und ich hatte eigentlich erwähnt, dass ich auch ein Aufgebraucht-Video mache. Das schaffe ich jetzt heute nicht. Aber ich werde auf jeden Fall drehen, wenn ich dann nächste Woche frei habe. Montag, denke ich mal, will ich machen oder vor der Arbeit noch. Ich muss da mal gucken. Ja. Genau. Also ich wünsche euch